damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thomas, von PlayerGaddon. Ja, ich hatte vorhin schon eine Folge aufgenommen, aber mein Aufnahmeprogramm hat sich zum 5000. Mal gedacht, nehmen wir nur Standbild auf. Ja, und jetzt muss ich die Folge nochmal aufnehmen und habe 15 Minuten meines Lebens im Müll geschmissen. Ja, das ist für alle, die mal ein Let's Play gemacht haben, die wissen selber, wie bitter das ist. Und ich würde euch sagen, wir fangen auch direkt mit der Folge an und ich zeige euch einfach die Wiederholungen im CW. Im Moment steht es 17 zu 14. Und ja, mein zweiter Angriff war ein wirklich großer Fail. Das ist jedes Mal dasselbe irgendwie, wenn ich mit Schweinereitern im CW angreife. Ich greife nie wieder mit Schweinereitern im CW an. Das ist ein Versprechen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit den Wiederholungen an. Und ich würde sagen, ich überspringe auch, wie ich die Wiederholung anklicke, damit ihr das Ergebnis nicht seht und eine kleine Überraschung habt, wie es ausgeht. Hier ist auch schon der erste Angriff von Hitui, oder wie man das auch immer aussprechen mag. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mit Riesen, Mauerbrechern, Magiern und Päckern angegriffen. Und 5 Schweinereiter. Ich weiß nicht, wozu die da waren, aber der erste Fehler von dir. So eine Scheiße, ey. Entschuldigung. Nichts gegen den Namen. Der erste Fehler, den du gemacht hast, alle Magier auf einen Punkt setzen. Das ist nie gut, das ist wirklich nie gut. Aber sonst. Ja. Das ist einmal eine neue Taktik, die ich sehe. Ich finde die Taktik aber nicht so pornös. Also es gibt da Taktiken, die ein bisschen pornöser sind. Ja, sagen wir mal pornös. Ich mag das Wort pornös. Okay, ja, wie man hier sieht, alle Magier sind hier auf einem Fleck und das ist nicht gerade berauschend. Wenn einmal Minenwerfer oder Magierturm oder sonst was, dann ist das immer nicht gut. Joa. Machen wir mal zweifache Geschwindigkeit, damit das nicht allzu lange dauert. Und ja, wie man auch sieht, wird es nur ein Stern. Mehr wird daraus nicht, das sieht man glaube ich schon. Ja, das ist eigentlich relativ in Ordnung. Ein Stern. Ja, besser als mein zweiter Angriff auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gucken uns direkt den zweiten an und wir werden überspringen. Der zweite Angriff ist hier von Augustin. Er greift mit Schweinereitern und Drachen an. Und er versuchte erstmal mit den Schweinereitern eine Luftabwehr kaputt zu bekommen. Und das hat er sogar hinbekommen. Das ist heavy. Jetzt geht er, ja, hat das so hinbekommen, noch die andere Luftabwehr kaputt zu machen. Nein, schade. Wäre die noch kaputt gegangen, wäre es bestimmt, wäre das sehr heavy geworden. Ach ja, und Augustin hat ja vorgeschlagen, dass wir den Clan jetzt ab Level 50 machen. Und ich würde auch sagen, wir machen den Clan ab Level 50, da es ja auch einige gibt, die noch nicht so weit mit COC sind. Und wie man hier sieht, hat er versucht, erstmal die Clan-Truppen auszunocken. Was ich immer empfehle. Leute, in 2 Wochen muss ich zurück zu Infernus. Was? Egal. Machen wir mal 2-fache Geschwindigkeit. Na, 4-fache Drachenangriffe sind nicht so spannend. Aber Drachenangriffe sind sehr oft 2 Sterne. Aber es kann auch schief gehen, da die Drachen immer behindert fliegen. Ja, so kann man sagen, behindert. Aber 2 Sterne sind es geworden, aber 3 sieht sehr schlecht aus. Ja, 3 wird es nicht. Das sieht man hier auch schon. Den Wutzauber hättest du dir sparen können, Augustin, aber ja, wenn du ihn nicht mehr brauchst, kannst du den auch wegwerfen, das kenne ich. So, hier der nächste Angriff von San Marco. Mit Bogenschützen, Ballons, Magier, Drachen, Lakaien, dem Barbarkönig und 3 Heilzaubern. Ein anderer Clan. Kurz nachdem du weg warst, okay. Er hat hier erstmal den Heilzauber gesetzt, um die Clan-Truppen rauszulocken. Ja, aber das ist, komm. Also da, du hättest dir mit dieser Truppenkonstellation schon was Besseres aussuchen können. Aber ist in Ordnung. Sieht sehr gut aus. Und wann setzt du die Drachen? Jetzt die Ballons, die Drachen. Setzt du überhaupt noch die Drachen? Nee, ja. Okay, die Drachen waren am Ende etwas unnötig, aber das ist ja auch okay. Ein totaler Overkill, würde ich mal sagen. Saubere 3 Sterne, lockere, beziehungsweise. Ja, nice Loot, hehe. Du warst weg, dann kommt der Loot. Okay, jetzt gucken wir uns den nächsten Angriff an. Hier ist auch schon der nächste Angriff von X-Feezy. Er greift auch mit Schweinereitern. Ja, mit Schweinereitern, mit Drachen an. Als erstes hat man gesehen, dass er die mit Schweinereitern die Clan-Truppen rausgelockt hat. Das würde ich jedem empfehlen, das ist eine gute Strategie. Am besten kann man die Clan-Truppen rauslocken mit Schweinereitern, Riesen oder Mauernbrechern. Das empfehle ich. Und wie man hier auch sieht, das sieht eigentlich sehr gut aus mit den Drachen. Die Luftabwehr ist jetzt kaputt. Eine ist noch da, die wird gefährlich. 2 Sterne mehr wären es nicht, glaube ich. Ich weiß es ja, aber ich muss so tun, als wenn ich nicht weiß. Also, damit auch eine kleine Spannung da bleibt. Nee, es wären keine 3 Sterne. Leider. Aber
91 oder 92% waren es. Und hier ist der zweite Angriff von Hutjut. Ich habe Probleme, den Namen auszusprechen, wie man auch schon merken mag. Er greift mit Y-Barge. Sagen wir mal Y-Barge. Das ist eine gute Strategie irgendwie. Das hört sich gut an. Das mache ich auch mal in Videos. Also, okay. Hutjut. Ich komme nicht mehr klar mit dem Namen, ey. Hutjut. Okay, was macht er hier? Er hat die Clanburg rausgelockt, das ist sehr gut. Die meisten vergessen das ja immer. Ich reg mich da immer auf, wenn das welche vergessen. Denn das ist einfach, das ist so, das muss man einfach machen. Das ist Pflicht, das ist einfach nur Pflicht. Okay, machen wir mal zweifache Geschwindigkeit. Aber sieht sehr gut aus. Die Magie hat er so hinten als Backup. Sagen wir mal so, ja, als Backup gemacht. Und zwei Sterne müssten es eigentlich werden. Ja, zwei Sterne werden es locker haben. Der Barbarenkönig ist dann noch zur Unterstützung. Und zwei Sterne im Blitzzauber hättest du dir sparen können. Hutjut. Ich komme nicht mehr klar mit dem Namen. Hutjut. Okay. Zwei Sterne werden es, aber mehr auch nicht. Aber zwei Sterne ist das mindeste Ziel, meiner Meinung nach. Und das habe ich im ersten Angriff auch geschafft, aber im zweiten nicht. Schöner Angriff, Hutjut. Hutjut. Hier ist der Angriff von Tobias. Er greift mit Magiern und Packers an. Go Wipe. Es ist Go Wipe, ja. Okay. Mal gucken, was du hier machst. Ich hätte lieber weniger Magier mitgenommen und ein Packer mehr. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Hätte ihr als erstes versucht, die rauszulocken. Die Clanburg. Die Clanburg. Clanburg gegen Clanburg. Das ist heavy. Ja, die ganzen Magier sind da schon draufgegangen. Ich komme nicht mehr klar mit den Namen, ganz ehrlich. Lieber Tobias, ich hätte es anders gemacht. Auf jeden Fall, ich hätte die Clanburg nicht so... Ich hätte die weiter weg von den Clan, von den anderen Clanburg gesetzt. Und du hast viel zu wenig Mauerbrecher dabei. Und ich glaube, das kann nichts werden. Einstehen wäre schön. Ja, die Packer laufen jetzt außen rum lang. Das ist nicht gut gelaufen. Das ist echt mies gelaufen. Das lag daran, dass du deine Clanburg zu nah an der anderen Clanburg, also zumindest an den Clanburg-Truppen gesetzt hattest. Hättest du die ein bisschen weiter gesetzt, hättest du nicht so viele Magier draufgehen lassen können müssen. Und dann hättest du mehr Magier gehabt und hättest du eventuell noch 50% geschafft. Ja, ich spoiler hier richtig. Es wären keine 50%, aber ich glaube, das sieht man schon. Und du hättest mehr Mauerbrecher mitnehmen sollen, auf jeden Fall. Aber failen tut jeder, das ist einfach so. In diesem Spiel, ohne zu failen, das kann mir keiner sagen. Jeder hat schon mal gefailt. Und hier ist der Angriff von Hardgamer. Das wird ein Fail, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil die Base schon mal angegriffen wurde vorhin. Dann kann man ja auch sehen, dass das ein Fail wurde, da der andere Angriff ja erfolgreich war. Und wäre der erfolgreich gewesen, hätte der anderen ja nicht angegriffen. Ich glaube, das war Hutjut. Hutjut. Oh, ich sollte aufhören, es zu sagen. Und hier kommt jetzt der Angriff von mir. Was ich als erstes gemacht habe, ich habe da einen Bogenschützen hingesetzt, um zu gucken, ob da ein Tellereisen oder eine Riesenbombe ist. War nicht. Also habe ich einen Riesen hingesetzt, um die Clanburg rauszulocken. Und das habe ich auch getan. Und sehr erfolgreich. Ich habe die ganze Clanburg rausbekommen. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe den Bogenschützen da hinten hingesetzt, um ja die Clanburg weiter weg von der Verteidigung zu locken. Das hat sehr gut geklappt. Und ich habe es auch geschafft, die Clanburg mit dem Bogenschützen auszunocken, beziehungsweise ich musste noch einen Magier setzen, aber das war nicht so ein großer Verlust. Und jetzt beginnt der Hauptangriff. Ich habe zwei Golems gesetzt, darauf Wutzauber und die Mauerbrecher hinterher. Das hat sehr gut geklappt. Die Golems haben sehr schön getankt. Und danach habe ich die Magier gesetzt, um alle Außengebäude kaputt zu machen, damit die Packer mitten durchlaufen können. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich habe die Außengebäude ja kaputt gemacht. In den letzten CW-Videos hat man ja gesehen, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann sind die Packer nach außen gelaufen. Sogar der Held ist diesmal innen gelaufen. Das ist echt heavy. Das muss man zugeben. Und es ist wirklich... Es hat sehr gut geklappt. Sehr gut. Hier, der Sprungzauber. Der war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Packer sind da nicht zum Rathaus gelaufen, sondern zum Minenwerfer sind die rüber gejoint. Gejoint. Ja, aber ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Okay, das Rathaus ist gefallen und zwei Sterne müssten es eigentlich werden. Ich glaube, das sieht man schon. Ich kann euch sagen, das sind nur zwei Sterne geworden mit 51%, glaube ich. Und danke an die Valkyren, wer die mir auch immer geschickt hat. Valkyren finde ich eigentlich relativ geil. Ich benutze sie zwar nie, aber
wenn man die hochmacht, gehen die wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ab. Ich muss sie mal irgendwann hochmachen. Hier habe ich noch die bisschen die Bogenschützenkönigin rumrödeln lassen. Ich habe die sowieso nicht mehr gebraucht, also von daher habe ich die auch sterben lassen. Time to say goodbye. Hier ist der nächste Angriff von Augustin mit Bogenschützen, Riesen, Mauerbrecher und Magier. Wir machen vierfache Geschwindigkeit. Ja, zweifache. Zweifache ist immer gut. Er hat auch die Klärenburg sauber rausgelockt. Ich hätte lieber die Bogenschützen gesetzt, statt die Magier da. Aber ist ja deine Entscheidung. Die Klärenburg ist jetzt ausgenockt. Er setzt einen Riesen vor, damit der Mauerbrecher setzen kann, damit die Verteidigung uns nicht auf die Mauerbrecher stürzt, sondern auf die Riesen. Die Riesen hast du sehr gut... Ja, die Riesen kann man eigentlich gar nicht falsch setzen, meiner Meinung nach. Du hast zwei Heilzauber und einen Wutzauber mitgenommen. Das ist wirklich perfekt, denn wenn die Riesen sind anfällig so auf starke Magiertürme. Und dann mit einem Heilzauber und einem Wutzauber, ja, dann gehen die mächtig ab. Da gehen die wirklich mächtig ab. Das ist heavy, das ist echt heavy. Wie man auch sieht, haben sie die ganze Base gestürmt. Da konnte der Rathaus Level 7 dann nichts dagegen machen. So, jetzt nur noch ein Minenwerfer da und 1000 Riesen, also... Das sieht sehr gut aus, sehr gut. Und er hat sogar noch seinen Barbarenkönig hier irgendwo. Hier. Meinen grade ich ja gerade ab. Deswegen hatte ich den im zweiten Angriff nicht dabei. Also ich grade ihn gerade auf 10 ab, damit er seine Fähigkeitslevel auf 2 endlich bekommt. Das wird echt heavy. Ich sollte heavy nicht so oft erwähnen in den Videos. Das tue ich schon zu oft in der Freizeit. Wie man auch sieht, lockere 3 Sterne. Das ist Gel. Gel. So, hier ist der nächste Angriff von Xfisi. Er hat auch mit Gore-Wipe angegriffen, aber anscheinend erfolgreicher als... War das der Tobias? Ich glaube, das war der Tobias, ja. Er hat als erstes versucht, die Klammbuch rauszulocken, aber es hat nicht so funktioniert, wie er sich gedacht hatte. Ja, das kann passieren, das kann passieren. Deswegen würde ich lieber einen Blitzzauber mitnehmen. Aber ich muss meinen Blitzzauber auch bald upgraden, denn dann kann ich die Klammbuch besser ausnocken. Aber die Golems tanken hier sehr schön, das muss man zugeben. Wie man auch sieht, die Magier räumen von hinten auf, aber was nicht so gut geklappt hat, dass die Pekka nach außen gelaufen ist, zumindest einer. Der eine hat sie noch umentschieden und ist in die Mitte gelaufen, denn diese Kaide von den Pekkern, die sind sehr komisch, muss ich zugeben. Die laufen, also Magier und so, die laufen vernünftig, aber die Pekka und die Helden, ich weiß nicht, was sich Supercell dabei gedacht hat, dass sie so laufen. Was mal so ein... richtiges Update wäre, aber das wäre sehr OP meiner Meinung nach, wenn die Packer nur auf Verteidigungsgebäude gehen würden. Das wäre richtig heavy. Oder die müssten mal so eine Truppe machen, die speziell auf das Rathaus geht. Vielleicht kommt das ja noch in der dunklen Kaserne. Wer weiß, wer weiß. Okay, saubere 2 Sterne sind hier geworden. Da, lieber Tobias, kannst du sehen, was die Xfisi anders gemacht hat. Dann kannst du dir ein Beispiel nehmen. Ja. Und hier der Angriff von Messi. Ich weiß nicht, wieso du ihn angegriffen hast mit der Truppenkonstellation. Man sieht es eigentlich schon, dass man das nicht schaffen kann. Mit Rathaus Level 6 oder 7. Aber... Du wolltest versuchen, 50% zu nehmen. Ja. Ich muss mir wirklich mal für mein Mikrofon einen Popschutz besorgen. Das kommt aber noch. Ich habe im Moment sehr viel Geld dafür ausgegeben, für das Mikrofon. Und ich finde es auch ohne Popschutz relativ gut. Aber mit Popschutz und Ständer, das wäre heavy. Das wäre echt heavy. Oh Mann, ich will dieses Wort nicht mal so oft sagen. Ja, lieber Messi ist leider ein Fail geworden. Lieber ein ganz großer Fail, aber... Wie gesagt, jedem passiert mal ein Fail. Und jetzt kommt die Schande. Der Fail des Jahrhunderts. Aber was mich hier gewundert hat... Ja, komm, da Klärenburg, das ist so standardmäßig. Ich habe auch noch nicht mal die Klärenburg richtig rausbekommen. Das hat auch nicht super geklappt. Aber das, was, wo ich richtig traurig war... Ich hätte lieber mit Go-Wipe angreifen sollen und nicht mit Schweinereitern. Jetzt guckt es euch an, wie schnell die weg sind. Keine 10 Sekunden und alle sind weg. Und dann laufen die hier eine Riesenbombe. Boom, alle weg. Und dann kommen noch Magier aus der Klärenburg. Wieso kommen die nicht als erstes raus und dann die Bogenschützen? Und das war dann ein riesengroßer Fail. Ein riesengroßer. Ein ganz, ganz großer. Aber jedem kann man Fail passieren und ich greife nie wieder mit Schweinereitern im CW an. Es sei denn, die Gebäude stehen sehr nah beieinander. Aber das ist so eine Anti-Hog-Rider-Base, würde ich mal sagen. Und nur 34% und das war... Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war Hipster-Minecraft-Yolo-Swag, Kiddie-Sprache und heißt... Hi. Okay, gestern war ja Sonntag.
und es ist statt COC Animal Crossing rausgekommen. Ja, ich wollte gucken, ob es euch gefällt, und wenn es euch gefällt, bitte schreibt mir in die Kommentare. Denn ich will das nächsten Sonntag so machen, dass um 14 Uhr Animal Crossing kommt, um 18 Uhr Animal, dass um 14 Uhr kommt Animal Crossing und um 18 Uhr kommt wieder COC, das will ich so machen. Denn Animal Crossing finde ich geil zu Let's Playen, das ist so ein Teil meiner Kindheit, wisst ihr. Okay, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr mal besucht werden wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.